Hallo meine lieben Freunde meines Kanals. Schön, dass ihr bei diesem Video wieder eingeschaltet habt. Es ist mal wieder soweit. Heute ist Kakerlaken-Party-Zeit. Das heißt, ihr hört heute nichts Neues, sondern die gesammelten Anrufe aus der letzten Woche, nur eben ohne meine Einsprecher dazwischen. Ich wünsche euch viel Spaß, gute Unterhaltung und vor allem jede Menge Aufklärung mit unserem neuen Hörspiel Kakerlaken-Party. Ja, guten Tag. Was möchtest du denn schön verkaufen? Hallo. Ja. Also, Andrea Dalton, mein Name, von Gate Trading, von Support Gate Trading. Ich melde mich aufgrund Ihrer Anmeldung. Ja, welche Anmeldung denn? Also, durch eine Werbung, Sie haben Interesse gezeigt an Online-Handel. Und wann dann möchte ich Ihnen gerne das Plattform zeigen. Ja, wann war denn das? Haben Sie kurz Zeit? Kriegst du die Frage auch noch beantwortet, die ich schon dreimal gestellt habe, oder hört es da schon auf mit dem Skript? Nein. Nee, kriegst du nicht beantwortet. Da können wir ruhig miteinander sprechen. Genau, dann sag doch, habt ihr doch was gefragt. Ja, also schalten Sie Ihre Rechner an und ich werde Ihnen die Seite buchstabieren. Ich hatte dich was gefragt. Bitte? Ja, ich habe gefragt, wann ich mich angemeldet habe. Am 11.12. Am 11.12.2022 haben Sie sich angemeldet. Ist ja abgefahren. Bitte? Ist ja abgefahren. Ich höre Sie ganz schlecht. Ja, vielleicht mal Ohren waschen oder den Ohrenschmalz da aus dem Headset ein bisschen rauspulen, dann könnte das deutlicher werden. Okay, ich habe eine Frage noch. Mhm. Haben Sie Führerschein? Nee, und Sie? Ja, habe ich. Haben Sie Auto? Wozu brauche ich denn ein Auto? Okay, dann gehen Sie ganz schnell bei deiner Mutter, holen Sie ab und komm bei mir, ich werde deine Mutter zerficken. Oh, schön, Mensch. Danke, ciao. Tschüss, Sie Betrüger. Derek. Ja. Okay. Hallo, guten Tag. Was hast du denn? Andrea Dalton, mein Name. Aha. Von GateTrader. Aha, GateTrader. Ja, Onlinehandel, wegen Bitcoin. Aha. Ja, haben Sie dann eine Erfahrung gehabt? Nö. Also haben Sie eine Erfahrung damit früher gehabt? Habe ich doch gerade geantwortet. Bitte? Habe ich doch gerade geantwortet. Haben Sie Erfahrung, habe ich gefragt. Naja, und ich habe doch schon geantwortet darauf. Okay, also wie war Ihre Erfahrung damit an Onlinehandel? Ja, nicht vorhanden. Okay, in Ordnung. Wiederhören. Aha, sehr interessant. Betrüger. Ich bin ein Betrüger. Ja, Sie sind ein Betrüger. Eine Frage habe ich noch, Haben Sie Führerschein? Ach. Willst du meine Mutter abholen? Ja, aber ich muss sie alleine machen. Du bist passend. Betrüger Sammelstelle, schönen guten Tag. Ja. Hello, can I speak with Gerald Steiner? Kannst du auch in eine andere Sprache rumlabern? Hab mich ja schließlich hören. Jo, hallo? Tja, ist keiner dran. Dann lege ich jetzt auf. Tschüssi. Ja, bitteschön. Ja, guten Tag, ist es dabei, Samuel? Sie sind ganz schön leise. Wie bitte? Leise. Leise? Ja. Okay, Sie haben bei unserer Trading-Plattform registriert. Ich habe verstanden, dass Sie möchten jetzt traden, oder was? Ich habe mich nirgendwo registriert. Das war im Internet. Das war über Trading. Ja, und ich habe verstanden, dass Sie haben Interesse zu traden. So. Und Sie möchten ein Handelskonto bei uns aktivieren. Immer nicht. Nicht? Nö. Nö. Okay, aber warum? Ich weiß ja nicht mal, warum Sie mich anrufen und wo Sie meine Daten haben. Nun, Sie haben im Internet das gelassen, kann man so sagen. Aha. So. Und da ruft man dann einfach so Leute an. Wie bitte? Und da ruft man dann einfach so Leute an. Ja, habe ich Ihnen angerufen, denn Sie haben bei unserer Plattform angelassen, die Daten. Mhm. Ja, und Sie haben ihn angerufen, denn Sie hatten Interesse dort. Weiß ganz einfach. Wann denn? Hallo. Ja. Sind ja lustige Hallo. Geräusche in der Leitung. Hallo, eine schöne Tag. Spreche ich gerade mit Herrn Schaum? Nee, Herr Steinfeger. Bitte? Herr Steinfeger. Okay, mein Name ist Katrin und jemand hat bei uns ein Konto erstellt. Jemand? Mit Ihrer Telefonnummer. Sie, Herr Schaum? Und wer hat das Konto erstellt? Das kann ich nicht wissen. Jemand mit dem Namen Schaum Knusprig. Nee, sowas gibt's hier nicht.
Haben Sie vielleicht Interesse, online zum Investieren? Nö. Nein. Okay, schönen Tag dann. Tschüss. Ja, tschüss, Betrüger. Ja. Guten Tag. Hm. Ich bin Herr Henry. Hallo. Ja. Mit wem spreche ich denn da? Henry? Am Base am Apparat. Von Blockchain. Aha. Und weiter? Bitte. Ja, was möchten Sie denn? So, spreche ich mit Herr Henry Schuppenkorn, weil ich bin nicht sicher, ob Sie Henry sind. Sie nuscheln so, man versteht kein Wort. Verstehen Sie kein Wort? Ja. Ja? Aber wissen Sie, wie verstehen Sie mir, dass Sie mir Ja sagen? Was? Sie haben mir Ja gesagt. Ich verstehe kein Wort. Wegen was? Na, ich verstehe kein Wort. Und? Ist Ihr Problem, ist nicht meine. Aber Sie rufen doch bei mir an und wollen irgendwas. Ja, und? Ich habe Ihnen telefoniert, aber ich möchte mit einem Mann reden, ja, das gut spricht. Okay? Ich sagte die Frau, die kein Wort Deutsch von den Sprachen spricht. Ich finde, da sind Sie respektlos und nicht ein guter Mann. Tschüss. Okay. Ja gut, dann haben wir das geklärt. Ja, bitteschön. Ja, guten Tag, grüß dich, Herr Reichmann am Apparat. Ich melde mich von FCM Group. Es geht über Trading Online und über eine schlechte Erfahrung, was Sie früher gehabt. Können wir sprechen? Haben Sie Zeit? Was denn für eine schlechte Erfahrung? Bitte? Was denn für eine schlechte Erfahrung? Nee. Wir sind hier, ja, Ihnen zu informieren. Wie können Sie, ja, etwas Gutes und Neues machen und das Geld, was Sie investiert früher, ja, rekuperiert und, ja, zurückbekommen? Hab ja noch nie was investiert. Bitte? Hab doch noch nie was investiert. Aber Sie haben gesagt, ja, von unserer Assistenz, Sie haben eine schlechte Erfahrung gehabt über Trading Online. Habe ich nicht gesagt. Haben Sie nicht gesagt? Nein, das haben Sie gesagt. Habe ich Ihnen gesagt? Ja. Okay, wenn ich Ihnen sage, zum Beispiel, Sie haben eine Möglichkeit und Geld verdienen, was machst du? Was soll ich denn da machen? Weil wir garantiert Ihnen das. Ja, wenn ich arbeiten gehe, dann garantiert mir mein Arbeitgeber auch, dass ich mein Geld ausgezahlt bekomme. Ihre Arbeit? Ja. Aber von Ihrer Arbeit, Sie arbeitet etwas 8 Stunden oder 10 Stunden und Sie werden müde zu Hause. Nö. Ja, doch, ne. Nö, ich bin zufrieden. Nö. Wie sind Sie zufrieden mit diesem Job, wo Sie sind? Wieso sind Sie zufrieden? Warum lügen Sie? Du Lüger, du Betrüger. Ach, ist ja interessant. Ah, du Betrüger. Geh Sie weg von meiner Liste, du Betrüger. Geh weg von meiner Liste und nicht mehr anmelden. Okay? Ja. Na, für Tschüss. Sie werde ich bestimmt noch du mal. Du Schwul. Geh Sie weg. Alle, geh. Genau. Ja, guten Tag. Hallo, sprechen Sie gerade mit Herrn Sebastian? Sie sind sehr leise. Am Apparat ist sehr sehr leise. Ich rufe Ihnen von Support-Abteilung. Sie sind immer noch sehr leise. Nein, mal bitte? Sie sind wahnsinnig leise. Ich verstehe Sie nicht. Ich rufe Ihnen von Support-Abteilung investing.com. Sie haben eine Meldung bei unserer Firma gemacht. Aber können Sie ein bisschen lauter sprechen? Ja. Sie haben bei uns eine Meldung über Online-Investitionen gemacht. Erinnern Sie? So richtiger sind Sie denn? Haben Sie Erfahrungen mit Online-Trading? Wie heißen Sie denn? Nein, mal bitte. Ja, ich habe nach Ihrem Namen gefragt, den habe ich ja nicht verstanden. Hören Sie mich? Das ist schwierig, habe ich ja erklärt. Guten Tag. Hallo. Spreche ich mit Herrn Steiner? Ja, so sieht es aus. Ja, sehr angenehm. Mein Name ist Christine Stolz. Ich rufe Sie an, weil Sie sich auf einer von unseren Trading-Plattformen angemeldet haben. Also Kryptometer. Sagen Sie mir bitte, ist das für Sie aktuell oder haben Sie sich umentschieden? Jo, da ist aktuell, da kann man mal gucken. Aber ich weiß nicht, wie das geht. Okay. So, könnten Sie ein bisschen ausführliche Informationen bekommen oder was? Ja, erzählen Sie ruhig ein paar ausführliche Informationen. Okay, so. Aber darf ich präzisieren, ist das für Sie echt interessant? Also, ja, damit wir beide Zeit nicht verschwenden. Nur wenn Sie nicht wollen, dann nicht. Naja, okay, dann erzähle ich Ihnen, ja, kein Problem. So, unsere Firma bietet solche Optionen an,
ein Finanzanalytiker oder ein Roboter. Der Finanzanalytiker hat mehr als 8 Jahre Erfahrung und entwickelt für Sie Ihre persönliche Strategie im Trading. Auch berücksichtigt solche Ereignisse wie zum Beispiel, wissen Sie, mit Cristiano Ronaldo, als er auf der Pressekonferenz die beiden Flaschen von Coca-Cola von ihm weggeschoben hat und tauschte sie gegen eine Flasche Wasser aus. So, das hatte sehr starken Einfluss auf Aktionen von Coca-Cola. Und dann sie begonnen sehr stark zu sinken. Also das berücksichtigt der Finanzanalytiker. Der Roboter macht dagegen alles automatisch, aber leider sehr automatisch, sodass er solche Ereignisse nicht beachtet. So, welche von diesen Optionen gefällt Ihnen am besten? Das mit dem Wasser. Entschuldigung, könnten Sie bitte wiederholen? Das war ein bisschen leise. Das mit der Tasse Wasser, das mit der Cola, das mag ich nicht, weil Cola ist ja ungesund. Ja, Cola ist ungesund, ich bin einverstanden. Ja. Aber das war über Aktionen, es geht einfach um Aktionen. Sie sind in der Lage, Cola gar nicht zu trinken, wenn Sie keinen Wunsch haben. Ja, dann nehme ich einen Orangensaft. Ja. Also, ich schätze, das ist für Sie gar nicht interessant. Mhm. Naja, und ich habe keinen Bock, mit Polen zu sprechen. Ja, schönen Tag. Aber warum danke machst für du denn dieses Gespräch. Besuch da? Das ist doch nicht schön. Nicht schön, nicht schön. Einverstanden. Okay. Ja. Ciao. Tüdelü. Ja, hallo. Hallo? Ja. Guten Tag, spreche ich mit Herr Kott? Ja. Hallo Herr Kott, das ist Thorsten am Apparat von dem Bitcoin-System. Profisieren, weil ich sehe, dass ich habe ein Investitionskonto bei uns registriert und an der Nutzung unseres Systems interessiert sind. Ja? Na, ich brauche mal die Lizenznummer. Ah, welche Nummer? Ihre Lizenznummer, damit ich gleich gucken kann, ob das Betrug ist oder nicht. Okay. Können Sie die Nummer zu notieren? Mhm. Sagen Sie mir, wenn Sie bereit sind. Ja, kann losgehen. Also, die Nummer ist 305. 305. Ja, dann ist 821. 821. Ja, und die letzte ist 887. 887. Und bei wem sind Sie lizenziert? Wir arbeiten unter der Jurisdiction European Commission für Finanzaufsicht. Also FCA. Ja. Mhm, dann prüfen wir mal die Nummer gleich mal. Okay. So, die Nummer ist 305. 821-887. Mhm, habe ich. So. Okay. Ich werde Ihnen meine Kontaktdaten auf Ihre E-Mail zu schicken, wenn Sie fertig sind mit dieser Sache. Sie können mich einfach eine E-Mail zu schicken und wir das werden mal sein lassen. Ich habe schon festgestellt, dass das Betrug ist. Das ist eine Immobilienfirma unter dem Namen registriert. Ist Betrug. Mhm. Ja? Ja, hallo? Hallo? Spreche ich mit Herrn Louis Sanson? Ja, so ähnlich. Wie bitte? So ähnlich. Ja, bitte. Hallo. Ja. Schönen guten Tag, Matthias Lang ist am Apparat. Ist denn Willy Lips zu sprechen? Nee, ist verstorben. Verstorben, dann wünsche ich ihm was. Alles Gute. Mhm. Ja. Hallo. Ja. Schönen guten Tag, spreche ich mit Herrn Martin. Ja. Hallo, grüßen Sie. Manuel Pesnitz für Sie da. Ich sehe, dass Sie sich heute bei uns angemeldet für Online-Handel, also für das Bitcoin-System. Richtig? Da rufen Sie dann einfach an. Wie bitte? Da rufen Sie dann einfach an. Ja, deswegen bekommen Sie diese Anruf von mir. Ach so. Ja, habe ich aber schon für unseriös befunden. Ich wollte Ihnen noch fragen, ob Sie noch Interesse haben, Ihr Handelskonto zu aktivieren und Geld zu verdienen. Ich denke, dann haben Sie ja jetzt die Antwort. Ja, bitte? Ich denke, dann haben Sie ja jetzt die Antwort. Ja, und? Was und? Habe ich Ihnen doch schon gegeben, die Antwort. Haben Sie Interesse oder nicht, Herr Martin? Nee. Sie haben kein Interesse, Geld zu verdienen. Na doch, aber ich möchte nicht mit einer kriminellen Firma zusammenarbeiten.
Ja, aber ich brauche keine Informationen. Was möchten Sie denn jetzt was machen? Jetzt was machen wir? Ja, weiß ich nicht, was Sie machen möchten. Und Sie können kein Interesse Gäste verdienen? Das habe ich ja nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, dass ich kein Interesse habe, mit Betrügern zusammenzuarbeiten. Ja, aber warum Betrüger? Ja, warum Betrüger? Entlarvt habe auf Ihrer Webseite, fehlt ja alles. Kein Impressum, keine Lizenz. Bei welcher Webseite haben Sie das gesehen? Ja, die, die ich vorhin aufhatte, das weiß ich doch jetzt nicht mehr. Also unsere offizielle Website ist Exterm. Ja, kann sein. Ja, aber wir sind kein Betrüger, ja. Bitte reden Sie nicht so. Ja doch, ich weiß nicht, Betrug. Ich sah nach Betrug alles aus. Nein, ja, warum reden Sie so? Wissen Sie, wer... ich das so empfunden habe, deswegen rede ich so. Wissen Sie, wer sind Sie? Ich weiß schon, wer ich bin, ja. Ja, und Sie haben also kein Interesse, Geld zu verdienen. Na, wie gesagt, ich habe schon Interesse, Geld zu verdienen. Nur nicht bei Ihnen, weil Sie arbeiten nicht seriös. Natürlich, dass wir arbeiten ganz seriös, also machen Sie Spaß nicht mehr. Empfinde ich nicht so, habe ich ja, das Gegenteil herausgefunden. Warum denken Sie so? Na, habe ich doch vorhin erklärt, ich weiß nicht, hören Sie eigentlich auch zu, oder? Ja, ich höre Sie schon. Sinnlos. Ist scheinbar alles sinnlos da bei Ihnen. Jetzt, was werden wir machen? Weiß ich nicht, was Sie machen möchten, suchen Sie sich doch mal einen anständigen Job oder so. Würden Sie wenigstens was Sinnvolles tun. Okay, alles klar. Ja. Schönen Tag noch da von mir. Ja, den wünsche ich mir auch. Tschüss. Das mit dem Auflegen hast du noch nicht so drauf, ne? Guten Tag. Hallo, guten Tag. Ja. Spreche ich gerade mit dem Herrn Henry Siebengrün? Ja. Mein Name ist Mark Berger am Apparat. Ich melde mich von der Firma CoinMarketCap wegen der Registrierung, welche Sie gemacht haben beim Investing.com. Erinnert Sie sich? Nee. Okay. Also, vielleicht Sie haben eine Anzeige beim Facebook oder beim Instagram gesehen und dort haben Sie Ihre Daten eingegeben. So habe ich Ihre Nummer bekommen. Aber kein Problem. Also, haben Sie Erfahrung mit einer Trading-Firma? Nö. Haben Sie keine? Haben Sie keine Ahnung, was Bitcoin ist oder was Tesla, Amazon? Nee, was macht man damit? Okay. Also, wir sind, wie gesagt, eine Trading-Firma und wir investieren zusammen mit dem Kunden, mit den Leuten, in verschiedene Marken wie Tesla oder Amazon oder Bitcoin oder so, um die Profite und auch Gewinne zu erreichen. Aha. Also, ich weiß nicht, ob Sie Interesse dafür haben, dass ich weiter Ihnen erzähle, was wir bei unserer Firma machen. Klingt komisch. Was klingt komisch? Ja, klingt komisch. Ja, okay, aber was klingt komisch? Ja, der Anruf klingt komisch. Warum haben Sie Ihre Daten eingegeben dann, wenn alles komisch ist für Sie? Ja, weiß ich ja nicht, wann ich das gemacht haben soll. Das fängt ja schon an. Mhm. Und wo finden Sie hier die Sache, welches komisch ist? Na, der ganze Anruf ist komisch. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Also, es ist sehr, sehr leicht. Also, ich rufe Sie, wenn Sie Interesse haben, geht zum Investieren. Dann, wir fangen zusammen ein Geschäft. Und hier sehe ich gar nichts komisch. Nee. Ich find's komisch. Ich mache auch keinen Spaß, also ich bin seriös mit Ihnen. Und ein ja, Mann... Seriös klingt das jetzt nicht. Nochmal? Ich sage, seriös klingt das hier nicht. Warum klingt es nicht seriös? Ich finde, es klingt nicht seriös. Okay, aber es gibt einen Grund, glaube ich. Ein was? Grund. Ja, es klingt nicht seriös, da brauche ich keinen Grund für. Ich finde, es klingt nicht seriös, ist nicht vertrauenserweckend, brauche ich keinen extra Grund für. Verstehe ich. Okay, dann... Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und viel Spaß. Ja, wünsche ich mir auch. Ja. Ja, hallo, guten Tag. Was denn? Julia Massa am Apparat von Prime Markets. Aha. Es geht um Onlinehandel, da wo Sie eine Registrierung bei uns gemacht haben. Wen wollen Erinnern Sie sprechen? Das? Mit Herr Peter. Herr Peter gibt's hier nicht. Okay, sind Sie Herr Peter, oder? Nee, Herr Peter nicht. Okay, aber... Können Sie mir sagen, bitte, wie heißen Sie, Ihren Namen? Das geht Sie ja nicht an. Okay, einen schönen Tag noch. Hallo? Was denn? Also, ich habe Ihnen gesagt, sind Sie Herr Peter, oder? Ja, habe ich Ihnen doch jetzt beantwortet, oder nicht? Ja, bei Ihnen sehr wenig. Noch einmal, bitte. Ja, habe ich Ihnen doch beantwortet. Okay. Also, ich melde mich von Prime Markets. Ja, interessiert mich doch nicht. Wo haben Sie denn die Nummer her? Sie haben bei uns eine Anmeldung gemacht. Nee, habe ich nicht. Mit Ihrer... Was haben Sie nicht? Sie erinnern nicht, aber
Sie haben eine Anmeldung gemacht. Nee, habe ich nicht, aber Sie möchten ja auch nicht zu mir. Es gibt hier keinen Herrn Peter. Einen schönen Tag noch. Ja, hallo? Hallo? Hallo, guten Tag. Sprechen Sie gerade Herrn Martin? Nee, es gibt keinen Herrn Martin hier. Sind Sie? Nee. Nochmal? Nein. Hallo? Ja. Sind Sie der Herr Martin? Nein. Frau Schneider? Nein? Okay, ich entschuldige mich wieder, Herr. Ja, guten Tag. Ja, hallo, guten Tag. Spreche ich mit Herrn Hartmut Simmeldonner? Ja. Monika Weber am Apparat, Blockchain Bank Finanzabteilung. Ich rufe Sie bezüglich der Rückerstattung Ihrer Anlage bei der Firma Unico an. Es geht um Handelskonto. Mhm. Sie haben Handelskonto eröffnet und Ihr Geld wurde jetzt, Sie haben Geld nicht verloren, nicht verspielt. Ihr Geld wurde auf Blockchain-Bank eingefroren. Aha. Und jetzt Bank ist verpflichtet, Geld dem Kunden rückauszahlen. Die Broker haben Euro um Krypto umgetauscht, mehr zu gewinnen. Und außerdem, die Firma hat ohne Lizenz gearbeitet. Mhm. So. Sagen Sie bitte, Herr Simmeldonner, ich möchte gerne fragen, war es einmalige Überweisung oder haben Sie mehrmals investiert? Nee. Haben Sie mehrmals? Nee. Nein? Nur einmal haben Sie investiert? Nee, nee. Haben Sie überhaupt nicht? Nein, ja? Mhm. Okay. Weil normalerweise, wir rufen keine zufälligen Menschen an, deswegen ich frage. Nee, ist ja klar, dass ihr nur Leute anruft, wo ihr dann wieder 250 Euro abklauen wollt. Ist ja klar, dass das alles Betrug ist. Das weiß ich schon. Nee, 50 Doch. Euro? Ist ja trotzdem Betrug, was ihr da macht. Nein, Sie jetzt, nein, Herr Simmeldonner. Können Sie, wenn Sie haben nicht investiert, dann können wir, müssen wir nicht weiter sprechen. Schönen Tag, ja? Ja. Hallo? Hallo? Ja. Ich bin Alina von Handel, Plattform Stop CC. Sie haben angemeldet für Bitcoin System. Aha. Und jetzt? Ich bin hier, helfen Ihnen Aktivierung deiner Konten am Finanzmarkt. So Sie kann starten handeln. Sie scheinen ja nicht besonders motiviert zu sein. Bitte? Aber Sie scheinen ja nicht besonders motiviert zu sein. Noch einmal? Jetzt reicht's. Hallo. Hallo. Ja? Sagen Sie noch einmal, bitte. Ich bin da, bitte. Hallo? Ja, hallo. Guten Tag, mein Name ist Julia Braun. Ich bin ein Account Manager. Ich habe gesehen, dass Sie eine Anmeldung auf der Webseite CryptoSoft German hinterlassen haben. Ach, das kann ich sehen. Ist ja lustig. Was nochmal? Ich sage, ist ja lustig. Ich habe Sie nicht verstanden. Ja. Was möchten Sie denn? Einfach über unsere Dienstleistungen erzählen und Ihnen zu helfen, den Account zu aktivieren. Mhm. Ja? Haben Sie denn da auch einen Datenschutzbeauftragten in Ihrer Firma? Also, was nochmal? Na, den Datenschutzbeauftragten, den hätte ich gerne mal gesprochen. Ich kann nachfragen. Hallo? Ja. Guten Tag. Hallo? Ja. Spreche ich gerade mit dem Herrn Luis Zornos? Hallo? Ja, bitte. Hallo, schönen guten Tag. Schön, dass Sie erreicht. Ja. Könnte mich
Ja. Warum höre ich mich denn selber? Warum höre ich mich denn selber? Wie bitte? Warum ich mich selbst höre bei euch in der Leitung? Höre bei euch in der Leitung. Können Sie bitte nochmal auflegen und damit ich Sie bei Ihnen nochmal melden kann? Okay, tschüss, Sikorski. Okay, tschüss, Sikorski. Ja, hallo? Hallo? Ja, hallo, hören Sie jetzt besser? Nee, ich höre mich wieder selber. Nee, ich höre mich wieder selber. Aber das hören Sie auch, dass ich mich selber höre. Auch, dass ich mich selber höre. Nee. 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 Ihre Telefonleitung ist nicht in Ordnung. Ihre Telefonleitung ist nicht in Ordnung. Das ist was falsch eingestellt bei Ihnen. Falsch eingestellt bei Ihnen. Manchmal ist es ein bisschen schlecht. Wenn Sie noch einmal auflegen, diesmal sind Sie dran mit auflegen. Diesmal sind Sie dran mit auflegen. Soll ich nochmal später bei Ihnen versuchen? Hm. Vielleicht würde ich ein bisschen besser sein? Ja. Ja. Um wie viel Uhr bitte? Das ist egal, einfach anrufen. Das ist egal, einfach anrufen. Ja, ja. Dankeschön. Guten Tag. Hallo, schönen guten Tag. Spreche ich mit Spritzschlupfer? Ja, und mit wem spreche Leon, ich? Leon Spritzschlupfer, ja. Hier spricht Lisa Kaiser. Ich bin Kontoberaterin von der Handelsplattform und wegen Ihrer Interesse bekommen Sie meinen Anruf. Wie ich weiß, Sie sind interessiert mit Finanzmarkt, richtig? Wie kommen Sie denn an den Namen Lisa Kaiser? Ja, bin ich Lisa Kaiser. Ja, wie kommen Sie denn an den Namen? Das ist Nachname von meiner ja. Mannes, ja. Ich bin an der deutschen Mann verheiratet. Und wozwischen ist hier das? Und wo kommt ihr deutscher Vorname her? Weil Sie klingen ja gar nicht deutsch. Ja, ich bin zweisprachig erwachsen. Ich komme aus Griechenland und bin ein deutscher Mann verheiratet. Und wozwischen ist hier mein Nachname mit diesen Handlungen? Was hat das damit zu tun? Ja, mich wundert es nur, dass Sie einen deutschen Vornamen haben und einen deutschen Nachnamen. Ach so, aber ach Sie klingen ja gar nicht deutsch. Ah, deswegen, okay. Mhm. Herr Leon, Sie sind interessiert mit Finanzmarkt, richtig? Nee. Aber warum haben Sie dann Registration gemacht? Hab an Bitcoin geht es gar nichts? An wer hat das gemacht? Weiß ich doch nicht. Das ist doch Ihre Aufgabe, das zu überprüfen. Unter diesem Name und Nachname ist jemand Registration gemacht. Doch wahrscheinlich waren Sie es, oder? Jemand von Familienmitglied. Nee, ja, jetzt war das nicht. Werde ich das nicht suchen. Entweder wollen Sie es oder nicht, ja? Sonst haben wir sehr viele Kunden. Es ist ja Ihre Aufgabe, das zu überprüfen, wo die Daten denn herkommen. Ja, Sie haben das ausgefüllt, hochwahrscheinlich, nee, gesagt, oder? Durch Werbung sind richtig. Sie bei uns gelandet. Durch Werbung vielleicht sind Sie bei uns gelandet, nein? Nee. Okay, wollen Sie handeln, Herr Leon, oder nicht? Na, wie gesagt, mich würde mal interessieren, wie Sie an meine Daten kommen, weil das hätte ich jetzt gerne erstmal geklärt. Woher weiß ich das? Ich sehe im System, dass jemand hat Registration gemacht und hat diese Person Interesse an Finanzmarkt und mein Job ist dabei zu helfen, Handelskonto bis Ende zu aktivieren. Und nicht das finden, wer hat Registration gemacht. Das ist nicht meine Arbeit. Nee, aber das muss ja Ihre Firma irgendwie rausfinden. Dann verbinden Sie mich bitte mal mit einem Mitarbeiter, der das kann. Am besten gleich mit dem Datenschutzbeauftragten. Herr Leon, schauen Sie. Nee, bei mir zeigt mit grüner Farbe, das spielt jetzt keine Rolle mit grüner oder mit roter Farbe, dass Leon Spritz hat Interesse geäußert an Finanzmarkt. Na weg. Da kann ich nichts. Ich habe mich damit nicht verbunden. Ja, aber dann muss das jetzt so bleiben, dann lass das jetzt so. Ja, bitteschön. Wen habe ich denn da an der Leitung? Ich kann nichts hören. So wird das nix. Hallo. Ich höre nix. Tja, dann müssen Sie nochmal anrufen. Ja, bitte? Guten Tag. Ja. Ich heiße Lisa Vogt. Ich rufe Sie von Indoor Markets an. Ich habe bemerkt, dass haben Sie kürzlich auf unsere automatische Software Bitcoin Trader registriert. Ist das richtig? Nee. Das ist falsch. Das ist falsch. Das will Sie fragen. Wie heißen Sie? Das dürfen Sie nicht fragen. Wieso nicht? Eine standarde Frage. Ich möchte verstehen, mit wem spreche ich? Scheinbar nicht mit dem, den Sie möchten. Ist das ein Witz? Hören Sie mich lachen? Bitte? Hören Sie mich lachen? Okay, ich habe verstanden.
Ja, hallo. Ja. Ja. Ihre Leitung ist komplett kaputt. Hallo? Aber die Leitung ist komplett der Kracher. Du verstehst sie ja nicht. Hallo. Ich höre nicht. Auch so wird es nicht. Müssen Sie nochmal anrufen, ich höre nicht. Ja? Hallo? Ja, jetzt hallo, schönen guten Tag. Ja, schön, dass ich Sie erreiche. Euer Fernseher ist ganz schön laut. Hallo? Ich sage, Ihr Fernseher ist ganz schön laut. Hallo? Ja, ich sage, Ihr Fernseher ist ganz schön laut. Also, ich melde mich bei Ihnen wegen dieser Anfrage für das Medikament Normadex. Aber machen Sie da mal den Fernseher aus. Hallo, hören Sie? Ja, und wenn Sie den Fernseher ausmachen, dann höre ich Sie ja. Ich bin die Beraterin von der Firma Shop Online. Sie haben bei uns eine Anfrage gestellt für das Medikament Normadex. Also, Sie müssen doch mal den Fernseher ausmachen. Hören Sie? Ihr Fernsehgerät ist zu laut. Hallo? Ja, Ihr Fernseher. Machen Sie den Hallo, hören Sie? Ja, ich höre Sie, aber Sie sollen den Fernseher mal leiser machen. Oder also, ich melde mich bei Ihnen, Herr Lutschige. Ja, machen Sie, mal, machen Sie mal den Lautsprecher aus. Nehmen Sie mich mal an Hörer. Hören Sie sich doppelt oder wie bitte? Ja, und Ihren Fernseher. Lesen Sie bitte einmal auf und ich werde nochmal bei Ihnen versuchen. Nee, Sie sollen doch einfach nur den Lautsprecher ausmachen. Wir haben keine Lautsprecher. Das ist das normale Gespräch. Ich weiß nicht, warum bei Ihnen funktioniert nicht gut. Dann müssen Sie mal Ihren Fernseher ausmachen. Das ist ausgemacht, weil wir haben hier nur dieses Gespräch. Nee, ich höre doch Ihren Fernseher im Hintergrund, dass der da in Ausländisch irgendwas sagt. Man hört doch Ihren... Das geht genau für das Anfrage, für das Normadex-Produkt, das Sie bei uns bestellt haben. Aber würden Sie da bitte mal den Fernseher ausschalten? Und das Kind vielleicht noch ein bisschen leiser machen, weil es steht ja nicht im Hintergrund. Also, ich kann Ihnen ganz gut hören und die Lautsprecher ist bei Ihnen nicht. Also, Sie haben mich erstens auf Lautsprecher, das hört man ja, dass Sie da rumklappern. Es gibt keine Lautsprecher bei uns. Ja, das ist Quatsch. Das ist ein ganz normales Gespräch. Legen Sie bitte einmal auf und vielleicht wird die Verbindung ein bisschen besser sein. Gehen Sie doch vielleicht einfach mal näher an Ihr, gehen Sie doch einfach mal näher an Ihr Telefon ran. Dann würde ich Sie auch schon besser verstehen. Okay, jetzt ist besser oder wie? Na, Sie sind ja gerade nicht an Ihren Hörer rangegangen. Sie sollen mal Ihren Telefonhörer in die Hand nehmen. Ja. Da haben Sie ja nicht. Dann pusten Sie mal ins Mikrofon, dann höre ich das ja. Also, das ist ganz ein normales Anruf und Sie haben das ganz normales Verbindung bei Ihnen. Naja, nee, das ist ja kein normaler Anruf, wenn Sie da einen Fernseher im Hintergrund laufen haben. Es gibt aber keine. Ich höre Ihnen ganz normal und ich glaube, Sie hören sich auch nicht normal. Na, wie gesagt, ich höre ja Ihren Fernseher. Ich werde Ihnen nochmal bitten, nochmal legen Sie bitte einmal auf und ich versuche nochmal bei Ihnen. Wir müssen selber vielleicht aufnehmen. Vielleicht müssen Sie mal zum Hörer hinlaufen. Okay, ich lege nochmal auf und ich melde nochmal bei Ihnen. Ja, und dann aber ohne Fernseher im Hintergrund. Sonst muss ich das Ihrer Firma... Ja, guten Tag. Hallo, schönen guten Tag. Schön, dass ich Sie erreiche, Herr Stange. Ich melde nochmal bei Ihnen wegen der Bestellungen, die Sie gemacht haben. Ja. Und vorher haben Sie gesagt, dass Sie wollten noch was anderes bestellen. Ja. Was für eine Bestellung wollten Sie machen? Noch mehr machen, bitte? Vielleicht können Sie mehr sagen? Grundsätzlich wollte ich von jeder Sorte zweimal mindestens alles, was okay, ich so können Sie haben. Bitte die, können Sie mit Name die Behandlungen sagen? Oder muss ich gleich mal im Computer gucken, Moment. Was haben wir denn jetzt alles schon? Jetzt muss ich da erstmal gucken, was wir da schon alles haben. Okay. Was haben wir denn schon? Ja? Ja, hören Sie jetzt mal bitte? Ja, ich habe Sie ja vorher auch gehört. Okay, die Verbindung ist unterbrochen, dann deswegen. Ach so. Na, nun habe ich sie aber wieder... So. Ja. Dann gucken wir mal. Jetzt wollen wir ja noch ein bisschen was bestellen hier, ja? So. Okay, sagen Sie. Ich mache mir mal die Seite auf. Können wir ja hier noch ein Stündchen. Aber ich dachte, Sie haben Feierabend. Nochmal bitte? Ich dachte, Sie haben Feierabend. Genau, Sie haben das vorher mit jemand anderem vereinbart und hat uns erzählt, dass Sie wollten mehr haben. Und das wollten wir wissen, damit wir Ihnen anbieten können. Ach so.
Nee, es waren sie. Ich höre das an den Hintergrundgeräuschen. Da hat wieder das Kind geschrien. Okay, dann werden wir nochmal bei Ihnen gleich wieder melden und genau nochmal... Aber warum sagen Sie denn, Sie haben Feierabend und rufen denn wieder an? Das ist ja doch sehr komisch. Wie bitte? Ich sage, warum rufen Sie denn wieder an, wenn Sie sagen, Sie haben Feierabend? Genau, weil ich wollte nochmal Ihnen das erklären. Das ist die Möglichkeit bei Ihnen und dann ist alles fertig. Achso, also bestellen wir jetzt noch weil die anderen. Weil wir haben das dann notiert. So, dann bestellen wir jetzt noch... Okay, sagen Sie nochmal was, bitte. Ja, ich mache mir hier erstmal alles auf. Moment, wir haben ja nicht alles bestellt. Oh ja, genau, da waren wir. So. Dann nehme ich jetzt noch die Urolex mit gegen Prostatitis. Prostatitis? Prostatitis. Okay, Prostatitis. Was für einen Namen hat das Produkt? U-R-O-L-E-X. Urolex. Hallo? Hallo, Martin? Ja, jetzt höre ich was. Hello, it's Michael. Mein Name ist Michael und Titan Pros. One moment. Do you speak English? Nee. Nee, okay. Mein German ist nicht sehr gut. Ich werde mein Bestes geben. Okay. Also, kein Deutsch sprechen kann? Mein Name ist Michael und ich rufe Sie von der Firma Titan Pros, besuche ich Bitcoin-Kontos. Ich bin Ihr Account Manager. Meine Aufgabe ist es, Ihnen dabei zu helfen, Ihr Handelskonto zu aktivieren, damit Sie mit dem Handel beginnen können. Ich meine den Handel. Yes. Ja. Mhm. Sag es mir bitte, haben Sie Erfahrung? Womit? Okay. Wie alt bist du? Was? Wie alt bist du? How old are you? Age. Was ist das? Das Alter. Was? Das Alter. Wie alt bist du? Sie meinen Sie? Can you repeat? Was? Haben Sie da keinen, der vernünftig Deutsch sprechen kann? Moment. Mhm. Ihr Konto zu verwaltigen. Haben Sie da keinen, der vernünftiges Deutsch kann? So ganze Sätze? Moment. Meine Muttersprache ist Englisch. Ich kann sie nicht nicht wissen. Verstehe auch nicht. One moment. Meine Kollegin. Mhm. Hallo, schönen guten Abend. Ja. Christian am Apparat, Finanzabteilung Titan Pros Unternehmen. Aha. Unsere Aufgabe jetzt ist, zu Hilfe mit Ihrer Kontoaktivierung, Martin. Und da kommt dann jetzt nichts mehr, oder? Moment. Bitte? Da kommt dann jetzt schon nichts mehr, oder wie? Würden Sie starten mit einem Minimum oder mit etwas mehr? Vielleicht fangen Sie erstmal damit an, wie Sie heißen, was Ihre Firma so macht und was man davon hat. Noch einmal, bitte. Ich dachte, Sie können Deutsch. So, wir sind hier nur für die Kontoaktivierung und nachdem das Konto ist aktiviert, wir verbinden Ihnen mit Ihrem persönlichen Assistenten, einem Broker und diese Person hilft mit dem Kontokonfiguration, sodass wir sind sicher, dass der Konto macht richtige, gute Resultate. Diese Person also spricht eine richtige, gute Deutsch, viel, viel besser als ich. Ach so, und die Leute, die Geld holen sollen, die müssen kein Deutsch können. Ich habe Sie nicht verstanden. Und Sie müssen kein Deutsch können? Ich spreche ein wenig Deutsch, ja. Ja, ein wenig, richtig. Reicht aber nicht. Wir sind hier nur für die Aktivierung. Das System ist automatisch. Sie. Ja, aber es ist ja traurig, dass Sie da bei der Aktivierung niemanden zu sitzen haben, der richtiges Deutsch kann. Also der Unternehmen ist aus England. So. Das ist ja kein Grund dafür, da niemanden zu haben, der kein Deutsch kann. Würden Sie aktivieren das Konto oder? Ja, wie wäre es denn, wenn Sie da mal jemanden an die Leitung holen, der auch vernünftig Deutsch sprechen kann?
Das passiert, nachdem das Konto ist aktiviert. Wir verbunden hier mit dem Broker und das... Ja, aber das ist ja albern. Nein. Ich zahle doch nicht erst ein und hab dann jemanden Deutsches dran. Unseriöser geht's ja nicht. Klingt nach Betrug. Dankeschön für Ihre Zeit, Martin. Eines schönes Abend. Ja, tschüss, Betrüger. Sie sind Betrüger. Sie öffnen ein Konto und... Sie sind definitiv Betrüger. Wollen wir gar nicht mehr darüber sprechen. Leider... Faschistisch, you know, sie wollte nur sprechen mit einer richtigen deutschen Sprache, mit einer Person aus Deutschland. Dann sie musste investieren über 10.000 Euro mit einer Finanzinvestition aus Vielleicht lernen Sie erstmal richtig Deutsch. Das wäre schon mal ein Anfang. Dankeschön für Ihre Zeit, Martin. Tschüss, Betrüger. Nein, Sie sind Betrüger. Nee, Sie sind ja der Betrüger, der hier anruft und kein Deutsch reden kann. Okay, und ist das alles? Wir suchen sich mal einen anständigen Job, wo sie die Leute nicht bescheißen. Guten Tag. Ja, hallo, guten Tag, Herr Steiner. Ich bin Eva Meyer. Wie geht's? Alles gut? Nee. So, Herr, ich rufe Sie, weil Sie haben schon eine Anmeldung gemacht, ja? Ich glaube, das ist nicht die erste Anruf, die Sie bekommen, ja? Was denn für eine Anmeldung? So, Sie haben eine Anmeldung gemacht und es ist eine automatische Handelskonto geöffnet. Ich werde Ihnen alles zeigen, Herr. Okay? Kein Problem. Also Sie reden die ganze Zeit von einer Anmeldung, aber ich weiß ja gar nicht, was für eine Anmeldung. So, was ist eine Anmeldung? So, zum Beispiel, Sie haben schon, Herr, Sie haben schon unsere Bewerbungen geschaut. Oder vielleicht haben Sie ein Video gesehen, ja? Und es dann ist eine Video. Sie reden ja? Nur in Rätseln. So, Herr, Sie haben ein Video geschaut, okay? Wie kann man Geld verdienen? Okay? Und es ist eine automatische Anmeldung gemacht, ja? Und woher wissen Sie das denn, dass ich ein Video geguckt habe? Ja, Sie haben das, oder vielleicht Sie haben auch ein Bewerbungen geschaut, ich weiß das nicht. Richtig, aber Sie haben das gemacht und es ist eine automatische Anmeldung gemacht. Also Sie wissen und nicht richtig, aber ich habe das gemacht, aber es wurde automatisch gemacht. So, das wird immer kurioser, was Sie erzählen. Ja, Sie haben das bei Quantum Deutschland gesehen, diesem Video. Was ist denn das? Ja, ich werde Ihnen das zeigen, Herr, okay? Was ist denn Quantum so, Deutschland? Ja, Deutschland. Quantum Deutschland, genau. Ja, was ist denn das? So ist die Name, die Bewirkung, dass Sie haben schon geschaut. Ja, was ist denn Quantum Deutschland? Ich verstehe nicht, was Sie sagen. Das ist ja alles in Rätseln gesprochen. Was ist denn Quantum Deutschland? Ja, genau. So. Ja, was ist denn das? Da kann man doch nicht mit Ja genau drauf antworten. Das war eine Frage. So, Herr, ich werde Ihnen das zeigen. So, bitte, sagen Sie mir, haben Sie einen Computer dabei? Also, es wird immer rätselhafter. Wie kann man denn einen Computer dabei haben? Ist doch viel zu schwer zum dabei haben. Haben Sie oder nicht? Nö. Nee. Okay, was für ein Handy haben Sie? Haben Sie ein Smartphone? Also, ich weiß wirklich nicht, was Sie von mir möchten. Sind Sie Mobilfunkanbieter so. Oder was? Herr, Sie haben das gemacht. Okay, na, akzeptieren Sie das bitte. Was habe ich denn gemacht? Ich habe Ihnen doch nichts getan. So, diese Anmeldung, Sie haben das schon gemacht, Herr. Und es ist ein Handelskonto aktiviert. Sie haben noch nicht investiert, okay? Habe ich da was falsch gemacht? Nochmal bitte? Habe ich was Falsches im Internet angeklickt oder wie? Ja, genau. Sie haben schon geklickt und es ist... Ach, ich habe was Falsches angeklickt. Ha, wie kann man Falsches klicken, bitte? Sie sind nicht ein Kind, ja? Sie erzählen mir das doch. Oh mein Gott, ha. So bitte, Sie werden mehr Anrufe bekommen, ja? Was wollen Sie weitermachen? So mehr Anrufe bekommen oder was möchten Sie mit dieser Anmeldung machen, bitte? Ich verstehe Sie nicht so wirklich. Ich weiß nicht, worauf Sie hinaus möchten. So bitte, ich werde Ihnen erst einmal diese Anmeldung zeigen, okay? Aha. Damit ich mich vertrauen kann, okay? Aha. So bitte, einschalten Sie den Computer oder Laptop oder iPad, was haben Sie?
Ja, und dann? Was soll ich da machen? Ich werde Ihnen da zeigen. Einschalten Sie einmal. Einschalten Sie. Ist doch schon an. Singen da Leute im Hintergrund? So, sind Sie mit PC oder mit Laptop? Was möchten Sie mir denn zeigen? So, ich möchte Ihnen diese Anmeldung zeigen, die Sie gemacht haben. Na, dann zeigen Sie mal. Ja, sagen Sie mir, was haben Sie? Ein PC, ein Laptop, was haben Sie? Na, was ist denn da jetzt der Unterschied? Ist doch beides das Gleiche, ob ein PC oder ein Laptop. So, haben Sie oder haben Sie nicht, bitte? Was? Ein PC oder ein Laptop? Na, wo ist denn da jetzt der Unterschied? Was macht denn da jetzt den Unterschied aus? Wo sind Sie gerade? Ergeben nicht so wirklich Sinn. Wo sind Sie gerade, bitte? Sind Sie im Arbeit oder sind Sie zu Hause? Nee, ich bin zu Hause. Okay, und zu Hause, haben Sie einen Computer? Sowas besitze ich, ja. Okay, einschalten Sie den Computer. Na, habe ich doch schon gesagt, ist schon an. Ach so, okay, ich habe falsch verstanden, Entschuldigung. Ja, gehen Sie bitte im Internet, wo Sie suchen können. Denn? Und ich werde Ihnen eine Support-Applikation buchstabieren. Okay, damit wir können zusammen parallel arbeiten und ich werde Ihnen diese Anmeldung zeigen, okay? Was ist denn eine Support-Applikation? Was ist denn ja, das? Ja, genau. Schreiben Sie bitte A wie Anton. Beantworten Sie auch Fragen, die man Ihnen stellt, oder hören Sie gar nicht hin? So, bitte, schreiben Sie, was ich sage. Geht doch ein bisschen netter. So, ich habe das schon gesagt, dass Anydesk eine Support-Applikation hat. Nee, das haben Sie nicht gesagt. Damit wir zusammenarbeiten können, parallel arbeiten können. Und was ist eine Support-Applikation? Ich kenne das Wort nicht, das müssen Sie mir mal näher erklären. Damit ich Ihnen zeige, wo können Sie klicken und so weiter. Verstehe ich nicht so richtig. Wie heißt denn Ihre Webseite? Okay, einfach gehen. Sind Sie bei Google jetzt, ja? Nee, soll ich auf Google gehen? Ja, schreiben Sie bitte A wie Anton. Moment, da muss ich erstmal www.google.de. Moment! Okay. Drängen Sie doch nicht so. Sie sind ganz schön aufdringlich. So, jetzt habe ich Google geöffnet. Und was soll ich da jetzt machen? Schreiben Sie bitte A wie Anton. N wie Nordpol. Moment, nicht so schnell. Mensch, Sie drängeln aber auch. Jetzt muss ich... Okay. Erstmal A... So, da sind zwei Buchstaben H. Nee. Nur A. Ich buchstabiere. Okay. Ich würde das ja sagen. Also nur ein A. Ja. Ja, und dann? N wie Nordpol. N... Y. D wie Deutschland. D. E wie Eva. Wie was? E. Eva e. oder Emanuel. Ein S Eva. Wie, ja, S wie Siegfried. Ein S. Ja, genau. Siegfried oder Samuel. Und dann? Und dann K wie Köln. Ja. Anydesk haben Sie schon geschrieben, ja? Das habe ich jetzt geschrieben, ja. Jetzt habe ich die Suchergebnisse. Was soll ich da machen auf Google? Wo soll ich da jetzt klicken? Dann Sie soll suchen, so bei Tastatur. Sie haben Angel, oder? Ja, habe ich ja gemacht. Ich habe die Suchergebnisse, habe ich ja gesagt. Okay. Und jetzt klicken Sie bei der ersten Link, so Anydesk Remote Control. Sie soll bei diesem Link klicken. Was ist das für eine Software? Was macht die? Das ist die Software, damit wir parallel arbeiten können. So, ich habe Zugriff auf Ihren Computer zum Schauen. Nur ja, zum Schauen. Auf meinen Computer möchte ich Sie nicht lassen. Dann wie kann Ihnen das Konto zeigen, Herr? Indem Sie mir einfach Ihre Internetadresse sagen.
Ich werde das besser mit diesem Applikation zeigen. Ich lasse sie nicht auf meinen Computer. Das machen wir nicht. Damit wir können keine Fehler machen. Das ist nur zum Schauen. Ja, ist ja egal. Ich will sie nicht auf meinen Computer gucken lassen. Sie können wieder die Verbindung schließen. Ja? Zum Beispiel, wenn Sie schauen, etwas, das gefällt Ihnen. Nee, Sie können... Also ich diskutiere da mit Ihnen nicht. Ich lade mir dieses Programm nicht runter. Soha, bitte. Wenn Sie lassen so, Sie werden jeden Tag einen Puffer bekommen. Ja, wollen Sie mich jetzt erpressen oder was? Das ist ja illegal. Was ist illegal? Na, wenn Sie mich jetzt hier erpressen, dann ist das illegal. Okay, Sie sagen ja, wenn Sie ich mir das Programm... Okay, Sie sagen ja, wenn Sie, unterbrechen Sie mich doch nicht immer. Hören Sie doch auch mal richtig hin, wenn ich was sage. Ist ja unmöglich mit Ihnen. Was möchten Sie denn überhaupt von mir? Sie rufen bei mir an und ich soll mir irgendein komisches Programm runterladen. Das mache ich nicht. Hallo, grüßen Sie her. Können Sie mich hören? Ja, wer sind Sie jetzt? Bruno ist am Apparat von Ihrem Handelskonto, wo Sie registriert sind. Alles gut bei Ihnen? Was denn für ein Handelskonto? Handelskonto, was Sie haben bei uns. Aha. Es gehört Ihr Name, Ihre E-Mail-Adresse und die Handynummer, was Sie eingegeben haben. Und deswegen haben Sie auch angerufen. Ich habe ja gar kein Handy. Also können Sie ja demzufolge gar nicht meine Handynummer haben. Sie haben das selber angegeben. Ihre Handynummer, die E-Mail-Adresse und die Name, Nachname. Diese Festnetznummer, Entschuldigung. Nicht eine Handy, aber Festnetznummer. Ich habe das nicht richtig gesehen. Aber es ist die gleiche. Und Sie haben das selber eingefügt. Und jetzt, wir möchten nur dieses Konto zeigen und danach ist Ihre Entscheidung, wenn Sie möchten, die Konto zum Aktivieren oder wenn Sie möchten, das so zu lassen. Ja, dann brauche ich mal Ihre Internetadresse, damit ich da gucken kann. Ja, und die Seite, die Anydesk, es ist besser, damit wir das zusammen schauen, ja damit gesagt, Sie keine Fehler machen. Das Programm nicht runter. Das habe ich ja jetzt schon gesagt. TeamViewer, haben Sie TeamViewer? Ich lade mir auch dieses Programm nicht runter. Und wie möchten Sie dann dieses Konto aktivieren? Ohne diese beiden. Über Ihre Webseite oder nicht? Okay, dann gehen Sie bei Google und schreiben Sie EU, E wie Emil. EU und weiter. Was haben Sie bis jetzt geschrieben? Na, EU. Dann schreiben Sie F wie Friedrich. M wie Martha. Dann machen Sie einen Punkt. Ja. E. Ja. U. Ein O oder ein U? E wie Emily, U wie Udo. Ein U. Also eufm.eu. Genau. So, da sehe ich jetzt so einen Taler im Hintergrund. Schauen Sie jetzt, was kommt. Ja, so ein Taler im Hintergrund, habe ich ja gesagt. Schauen Sie in die rechte Seite einen Mensch, damit Sie draufklicken die Seite können. Nicht. Wie bitte? Ich sage, ich kenne die Seite nicht. Ja, wenn Sie das nicht kennen, Sie haben selber die Anmeldung auf diese Seite gemacht, Herr. Das ist die Seite, was Sie gesucht haben und das ist die Seite, wo Sie registriert sind. Ach so, na dann können Sie das löschen, das brauche ich. Ich bin nicht hier, Ihre Konto zum Löschen. Sie müssen das selber löschen oder mit Anydesk. Wie löscht man das Konto? Dann öffnen Sie die Anydesk und ich werde Sie helfen, damit Sie das löschen können. Nee, na, wenn Sie sagen, ich kann das alleine machen, dann müssen Sie ja sagen, wo. Sie können das nicht alleine machen, weil es ist ein bisschen kompliziert. Wir müssen das durch Anydesk machen. Und ich mache überhaupt gar nichts auf Ihre Computer, weil das ist nur eine Applikation, damit wir zusammen parallel arbeiten können. Wenn ich etwas falsch mache, dann können Sie sofort die Applikation schließen und Ihre Computer ausschalten. Nee, also ich finde den Anruf schon komisch. Das möchte ich nicht. Ist das nicht komisch? Das ist wegen Ihrem Interesse, was Sie selber gezeigt haben bei unserer Seite. Ja, ich kann mich an Ihre Seite ja, wie gesagt, nicht erinnern. Also, ja, wenn Sie nicht suchen, dann wie können Sie auf die unsere Seite gehen? Sie müssen erstmal suchen, die Seite, was ich Ihnen gesagt habe, und danach kommt die Handelskonto. Und ich gebe auch die Zugangsdaten, damit Sie einloggen können. Aber ich brauche so ein Konto nicht, danke. Ja, wenn Sie das nicht brauchen, dann werden Sie auch eine Strafe bekommen, wenn Sie das so lassen. Ach so. Na gut, dann schicken Sie die Strafe zu. Ja, ich schicke das auf Ihre Mutter, ja? Aha, das ist ja sehr seriös. Ja. Ja, ist das sehr seriös. Das ist auch nicht seriös von Ihnen, wenn Sie das so lassen. Ach so. Ja, also, dann sprechen Sie... Das Konto. Können Sie doch dann werden Sie immer Anrufe bekommen. Ich werde auch die Nummer verteilen. Also wollen Sie... Ja, genau.
Das ist illegal. Ist mir egal, was Sie sagen. Ich werde die ganze Nummer und die ganze Daten von Ihnen jetzt auf die anderen Unternehmen verteilen und Sie werden immer Anrufe bekommen auf diese Telefonnummer, auf Ihre Festnetznummer. Na gut, okay? Dann weiß ich ja, dass das jetzt ein Betrugsversuch war. Ist kein Betrug hier. Sie haben selber Interesse gezeigt. Es gibt keinen Betrug hier. Natürlich. Wenn Sie Interesse zeigen, dann sagen Sie am Anfang, dass Sie möchten das nicht. Aber nicht so. Das ist ein Betrug, was Sie da machen. Das ist kein Betrug. Du bist ein betrugen Mann. Ich habe Ihnen nicht das Du angeboten. Ja, du hast am Anfang gesagt, dass Sie haben diese Anmeldung nicht gemacht. Aber bei uns steht die Konto. Und du bist ein Betrug hier. Das ist die Lüge. Ach so, naja, dann sind Sie halt der Meinung. Ist ja okay, kann ich mitleben. Ja, dann leben Sie. Leben Sie alleine. Wie ein Hund. Ja, so bist du. Ein Hund. Genau, dann sind wir uns ja da. Ja, genau. Ja, eine Katze, oder? So. Machen Sie das schon lange? Eine Schwanz. Ja, fragen Sie Ihre Schwester. Sie kennt mich schon. Haben Sie eine Schwester, oder? Ihre Mutter. Fragen Sie. Sie kennt mich schon. Du Hure. Sie sind mikrophil. Kann das sein? Aha. Da spricht er dann nicht mehr, der Betrüger. Ist ja interessant. Ist ein komischer Betrugsversuch, was Sie da machen. Ja? Hurensohn. Haben Sie ein Problem? Hurensohn. Mhm. Du bist ein Hurensohn. Du bist eine Schwul. Ja? Erzähl mehr von deiner eine Familie. Eine große Schwul. Ja? Hast du das zu Hause in deiner Kinderstube gelernt? Hat dir das deine Mutti beigebracht? Hurensohn. Also deine Eltern haben dir aber ein sehr schlechtes Benehmen beigebracht. Hurensohn. Ja. Schwul. Also kann ja nur eine Betrügerfirma sein, wenn man so am Telefon agiert. Du bist eine Schwul. Na, immerhin bin ich nicht Betrüger. Du bist eine Schwul. Sagte derjenige, der so schwul am Telefon spricht. Du bist eine Schlampe. Sprichst du da von dir selbst? Du bist eine Hurensohn. Schön. Möchtest du das deinem Chef erzählen? Du bist Hurensohn. Eine ich leite Dämmer. Das mal an deinen Chef weiter, ja? Auf ihre Mutter. Ich nehme das auf und schicke das an eure E-Mail-Adresse. Dann kann das Hurensohn. Hurensohn. Schön. Schwul. Erzähl mehr von deiner Familie. Hurensohn bist du. Hast du aber eine gute Kinderstube genossen? Hurensohn. Ja, schön. Schwul. Fein. Ja, fein. Guten Tag. Hallo? Ja. Ja, guten Tag. Wie geht's Ihnen? Wer sind Sie denn? Brian ist ein Stammapparat. Aha, und wen wollen Sie sprechen? Du hast gerade meinen Mitarbeiter beleidigt. Aha. Okay? Und jeder Anruf, das wir mit Kunden machen, ist auf unserem Büro registriert. Ja. Also, du erhältst eine, du erhältst eine Steuer. Mhm. Strafe, Entschuldigung. Was habe ich denn da gesagt für eine Beleidigung? Sie haben meinen Mitarbeiter beleidigt und das ist denn natürlich strafbar. Was habe ich denn gesagt? Nicht bequeme nichts Worte. Also ich kann auch die Worte nicht sagen wegen meiner Ethik, okay? Aber Sie haben eine schlechte Verhaltens. Warum lachen Sie? Glaubt dir das einer? Bist du bescheuert? Warum lachen Sie? Was gibt es zu lachen? Bist du bescheuert? Hast du ein Gehirn? Wer hat jetzt wen beleidigt?
Wem hat wem beleidigt? Du hast jemanden beleidigt. Kannst du bitte mit dem Lachen aufhören? Du bist dumm. Du bist ein Hurensohn. Ja, das ist lächerlich, ja? Du kannst die ganze Tag lachen. Jemand, alle wissen, dass du ein Hurensohn bist. Hurensohn. Ja, genau. Du hast das jetzt gut verstanden. Mhm. Du bist ein Hurensohn. Ach so, sagte der Beleidigte. Du bist peinlich. Ein Penner von dem Bahnhof. Du hast keinen Cent im Tasche. Das ist wirklich ein Witz. Also, sagte mir das Dreckchen. Ein Person wie du verdient null in diesem Welt. Also warum lachst du wie ein behinderter Mann? Ich lach dich aus. Okay, mit wem lachst du? Ich lache dich aus. Mit wem? Mit gar keinem, ich lache dich aus. Du bist bescheuert, du hast psychische Probleme, du musst bei dem Arzt, bei dem Neurologen gehen, okay? Etwas stimmt nicht mit ihrem Kopf, okay? Obwohl jemand ihnen nervös macht, du musst niemals beleidigen. Ja. Ich weiß, oh Mann, ey. Guten Tag. Hallo, guten Tag, Herr Lausberg. Ja. Können Sie mich hören? So, Bruno ist mein Name. Ich rufe Sie von Ihrem Handelskonto, wo Sie registriert sind, vor ein paar Minuten, ja? Ja. Sie haben eine Anmeldung durch unsere Seite gemacht und deswegen habe ich Ihnen angerufen. So, okay. Moment. Sie sind momentan mit einem Computer oder mit Ihrem Handy? Was spielt das jetzt für eine Rolle? Damit ich Ihnen zeigen, damit wir die Konto aktivieren können. Ach so. Deswegen habe ich Ihnen gesagt. Ja, ich gucke mich noch um derzeit. So, Sie sind immer noch jetzt online auf die Seite, ja? Ja, ich bin online. Das ist ja, genau. Und deswegen habe ich auch angerufen, weil ich habe gesehen, dass Sie online sind. Richtig. Und ich schaue mich gerade ein bisschen auf Ihrer Webseite um. Wie kommen Sie denn dazu, dass Sie da direkt anrufen? Ja, deswegen haben Sie auch die Anrufe bekommen. Kann ich Ihnen helfen, damit wir weitermachen mit dem Konto? Na, ich gucke mich erstmal um. Da weiß ich nicht. Also, was ist denn jetzt der Grund Ihres Anrufs? Habe ich da was falsch gemacht? Wegen die Konto. Nee, nicht falsch, aber wegen die Aktivierung. Weil Sie können das leider nicht alleine aktivieren. Es gibt auch einen Bonus dazu heute und deswegen rufe ich Ihnen an. Damit Sie auch die Bonus bekommen. So, ich drücke doch hier einfach nur. Also, ich bin doch jetzt in Ihrem Konto. Was muss ich denn da noch aktivieren? Das verstehe ich nicht. Weil die Bilanz auf Ihrem Konto steht null, ja? Und damit Sie die Konto aktive haben und damit Sie anfangen können mit dem Profit, müssen Sie einen Mindestbetrag von 250 einlegen. Ja, das kann man ja hier alles alleine machen. Das mache ich über Payment-Methode und klicke dann auf die Zahlungsmethode, 250 Euro, Submit und dann überweise ich. Nein, das geht leider nicht, weil es gibt viele Versuche momentan auf unsere Unternehmen. Und wir können das mit einer anderen Methode versuchen, durch Kryptowährungen, ja? Okay. Und es war besser, wenn ich Ihnen helfen kann, durch eine Support-Applikation, AnyDesk oder TeamViewer. Haben Sie? Nee, das brauche ich dazu nicht. Das kann ich ja alles alleine machen. Okay, dann öffnen Sie bitte eine neue Seite und ich werde Sie die Seite buchstabieren, wo Sie das machen können, okay? Ich zahle es hier auf der Webseite direkt dahin, da brauche ich ja keine andere Seite dafür. Es geht leider nicht her, da. Weil es gibt viele Versuche momentan durch. Ich werde Ihnen die Seite zeigen, wo Sie die Einzahlung machen können. Und wenn ich fragen darf, wie schaffen Sie diese Einzahlung? Durch eine Karte oder durch Überweisung? Das habe ich mir jetzt noch nicht überlegt. Ja, wie Sie möchten. Aber, Aber wenn, ich jetzt schon,
Wenn ich sie jetzt schon einmal an der Leitung habe, dann können wir ja vielleicht ein paar Fragen klären. Es war besser, damit Sie auch diesen Bonus nicht verlieren, weil wenn Sie heute 250 einlegen, Sie werden auch von uns 125 als Bonus bekommen, damit Sie uns testen und damit Sie schauen, wie das läuft und wie das ist. Ich meine, mit so kleinen Beträgen fange ich ja nicht an, aber ich habe das leider nicht. Das ist die. Das, ja. Welche Erfahrungen haben Sie denn im Trading? Es geht über Aktien, Kryptowährungen, Rohstoffe und viele Sachen. Ich bin nur ein Support und ich werde ja nur helfen. Ja? Sind ja die Arten der Finanzinstrumente, aber meine Frage war, welche Erfahrung Sie im Trading haben. Die Unternehmen ist in diesem Bereich über 8 Jahre. Und wir arbeiten immer, dass Jahre? Manchmal ist besser mit dem Autoroboter und gibt auch die Finanzberater über 10 Jahre auch hier. Aber es ist besser, wenn Sie erstmal mit einem Finanzberater versuchen, damit Sie das besser verstehen können. Ja, aber ich habe, wenn Sie jetzt hier sagen, 8 Jahre, dass Sie da schon 8 Jahre am Markt sind, so lange ist ja die Webseite noch nicht so alt. Die ist ja noch relativ frisch. Ich bin nicht spezialisiert über die Kryptowährungen und so weiter. Ich bin einfach ein Support, damit ich Ihnen helfen kann, wie können Sie die Konto aktivieren. Wenn Sie die Konto aktiviert haben, Sie werden sofort einen Anruf bekommen von unserem Finanzberater. Und Sie werden dann alle Informationen von dem Finanzberater haben. Wie viel Prozent bekommen Sie pro Tag, wie viel möchten Sie noch einzahlen und so weiter. Das ist. Ja. Welche Kosten und Gebühren kommen denn mit den Trades, also sind denn mit den Trades verbunden? Es gibt keine Gebühren und unser Interesse, was wir haben, das ist keine Gebühren. Nein, das lassen Sie mich bitte kurz erklären. Ja. Wir verdienen 0,3% von jeder Profite. Na, also ist das doch die Gebühr. 0,3%. Das sind nicht Gebühren, das sind nicht von Ihnen, aber von den Profiten. Das ist 0,3%. Ja, ist ja die Gebühr dann. Ja, und dann wenn Sie die Auszahlung bekommen, da gibt keine Gebühren. Wenn Sie diese Profite auszahlen, gibt da keine Gebühren. Weil wenn Sie mit der Bank in Deutschland Handel machen, Sie werden immer Gebühren und Steuer zahlen. Und welche Aber Art von Anlageberatung haben Sie da? Bieten Sie denn da an? Die MetaTrader 5. Na, das ist ja keine Anlageberatung, das ist ja ein Programm. Das habe ich schon. Ja, das haben wir auch. Ja, aber das ist ja keine Anlageberatung. Die Frage war ja, welche Anlageberatung Sie anbieten. So, wie ich Ihnen gesagt habe, das erklärt besser die Finanzberater, was Na, wir dann würde haben. Ich mal mit dem sprechen. Sie können nicht mit dem sprechen, wenn Sie die Konto nicht aktiviert haben. Sie müssen erstmal die Konto aktivieren und danach werden Sie auch den Anruf von den Finanzberater bekommen. Na, das läuft aber so normalerweise nicht. Erstmal kann man ja sich mit jemandem unterhalten. Es geht leider nicht mit dem Er ist voll mit dem Termin und Sie müssen immer die Termin vereinbaren mit dem Experten. Und wie ist das bei Ihnen mit dem Risiko Money Management? Haben Sie da eine bestimmte Strategie? Ich habe Sie gesagt, dass Sie werden erstmal von uns eine Bonus. Jetzt ist die Leitung gekommen. Sie waren gerade weg. Jetzt? Ist das besser? Ja, jetzt ist wieder da. Okay. Wo haben Sie denn das Charting Tool? Weil das sehe ich auf Ihrer Webseite gar nicht. Die Chart meinen Sie, damit Sie schreiben, oder? Nee, die Charts. Also die sehe ich ja bei Ihnen auf der Webseite gar nicht. Die Unternehmen? Nee, die Charts. Das verstehe ich nicht. Na, ich dachte, Sie rufen von einer Trading-Firma an. Dann müssen Sie doch wissen, was Charts sind. Ich weiß das nicht. Na, Charts sind die Kursbewegungen. Die Tabelle für die Kursbewegungen. Wo ist denn die? Ich habe den Finanzplan hier und ich habe Sie gesagt, dass Sie werden alles von den Finanzberatern bekommen. Sie werden erstmal mit dem kleinen Kapital versuchen. Ich möchte mich ja erstmal ein bisschen umschauen hier und mal ein paar Informationen sammeln. Ne, ich muss mir das ja erstmal richtig angucken, bevor ich mich dafür Sie entscheide. Ne? Ich habe, natürlich, Sie haben auch recht. Aber ich habe Sie am Anfang gesagt, das ist wie nicht spezialisiert über die Kryptowährungen und die Trading. Mhm. Ich bin einfach hier, damit Sie können die Konto aktivieren. Ich bin einfach ein Support von EUFM. Wenn Sie die Konto aktiviert haben, Sie werden die Finanzberater sofort bekommen von unserem Unternehmen und er wird Ihnen die ganze Frage erklären.
Ja, dann würde ich erstmal mit dem sprechen. Sie können überhaupt nicht. Aber ich zahle doch nicht erst ein und kriege danach die Informationen. Das ist keine Zahlung, das ist nur eine Kapital, was Sie einlegen, und Sie können diese Kapital auch wieder zurück ausziehen. Mhm. Das steht auch auf der Seite, damit Sie das zurück ausziehen. Wo finde ich denn auf Ihrer Webseite das, die Lizenznummer von Ihrer Firma? Weil die habe ich jetzt hier noch nirgendwo gesehen. Das schauen Sie überall. Unser Unternehmen ist in die Großbritannien. Ja, wo kann ich denn das sehen? Weil ich habe das bis jetzt noch nicht gesehen. Wo steht denn die Lizenz? Hallo? Hallo? Ja, bitte. Ja, wo sehe ich denn die Lizenz von Ihrer Firma? Das werde ich Ihnen zeigen, wenn Sie die Anydesk geöffnet haben. Nee, das braucht man ja dazu nicht. Das kriege ich ja allein. Die Lizenz können Sie bei BaFin suchen und da kommt immer. Na, aber die muss doch auf Ihrer Webseite stehen, die Lizenz. Die Webseite steht niemals auf dem... Die Lizenz steht niemals auf dem Seite. Also, wenn man bei beiden Infos so schaut, dann sieht man überall die Lizenz, immer auf der Webseite. Das muss ja da stehen. Da steht keine Lizenz. Also sind Sie nicht lizenziert? Wie bitte? Wir sind schön lizenziert, Herr. Aber, das ist aber keine Frage. Weil mit Kryptowährung können Sie ja nicht bei der BaFin reguliert sein. Das geht ja nicht. Natürlich nee, können wir auch. Die BaFin machen keine Kryptowährung. Das ist ja Quatsch. Da kennen Sie sich aber schlecht aus. Schauen Sie bei FCA. Können Sie auch auf dem FCA das schauen. Wissen Sie, was FCA ist? Das ist eine andere Finanzbehörde, aber das Sie müssen ja irgendwie eine Verlinkung zu ihrer Lizenz haben. Das geht ja nicht ohne. Okay, ich habe auch für Sie eine Frage. Wie haben Sie die unsere Unternehmen gefunden? Wie? Über Google. Ich habe ein bisschen gegoogelt und habe mich nach neuen Trading-Plattformen umgesehen, weil ich was mit Krypto suche. Ich mache aktuell nichts mit Krypto und dachte, ich fange jetzt mal an, in Krypto zu investieren. Und nach einer Weile bin ich jetzt auf Ihre Webseite gestoßen und habe mich jetzt da einfach mal angemeldet und dachte, ich schau mal. Aber ich Sie haben die Daten selber eingegeben. Wie bitte? Weil Sie haben selber die Daten eingegeben. Ja, das ist richtig, genau. Die habe ich manuell eingegeben, die Daten. Ja, das genau. Ist ja. Aber ich finde nichts von Ihnen jetzt hier, was die Lizenz angeht. Die Lizenz, können Sie das bei FCA schauen? Okay. Das steht auch, bitte machen Sie nicht so viel Frage, weil Sie werden das versuchen, erstmal mit einem kleinen Betrag. Ach so, Sie möchten nicht 1000 Euro. Aber keine Fragen beantworten, das finde ich dann unseriös. Ich habe Sie gesagt, dass Sie finden das bei EFSA. Was wollen Sie noch wissen? Ja, aber das ist unseriös, so wie Sie auch schon mit mir reden. Das ist schon seriös, was Sie haben gesehen. Nee, weil Sie sind auch selber eingeloggt auf unsere Seite. Ja, so, ja, die Lizenz schauen Sie bei EFSA, Sie können das jetzt suchen und das kommt schon da. Okay? Müssen Sie mir auch sagen, wo ich das bei FCA finde? Das müssen Sie selber finden, weil Sie haben mir gesagt, dass Sie wissen alle selber und dass Sie möchten keine Verbindung haben durch Anydesk oder TeamViewer. Richtig, genau. Und das heißt, dass Sie machen das selber. Dann schauen Sie, ich warte in die Leitung. Okay, nee, aber dann möchte ich von Ihrem Unternehmen wieder Abstand nehmen. Dann können Sie da meinen Datensatz löschen. Das finde ich. Nee, leider, ich kann keine Daten löschen, weil ich bin nicht hier, Ihre Daten zum Löschen. Ich bin einfach hier Ihnen zum Helfen, damit Sie dieses Konto aktivieren, ja? Wo kann ich denn da, wo finde ich denn das mit dem Löschen? Wo ist denn da der Löschbutton? Weil wenn ich auf Profil klicke, gibt es ja da keinen. Sie müssen erstmal die Konto aktivieren mit 250. Schauen Sie ein paar Tage, wie das ist und wie das soll. Wenn das nicht gefällt, wir können auch die Kündigung machen und Sie werden auch diese 250 zurückbekommen. Nee, wie gesagt, das da nehme ich Abstand von, das finde ich nicht besonders. Okay, dann werden Sie immer Anrufe bekommen, wenn Sie das so lassen, weil die Anmeldung ist überall, ist nicht nur auf unserer Webseite. Ja, aber ich habe Ihnen ja auch keine Werbeerlaubnis gegeben, mich anzurufen, ne? Also das ist ja auch mal ein Fakt. So, können Sie kurz die Anydesk öffnen, damit wir das löschen können, oder? Na, also gerade haben Sie noch gesagt, Sie können das nicht löschen. Sie können das aktivieren, habe ich gesagt, und ein paar Tage werden wir das löschen. Erstmal aktivieren wir das und wie dann gesagt, löschen Sie. Das klingt alles unseriös. Das ist schön seriös, weil Sie haben am Anfang die Bedienung akzeptiert, damit Sie dieses Konto aktivieren können. Haben Sie auch da die Beträge gesehen? Wo kann man das löschen?
Da waren ja bis jetzt noch keine allgemeinen Geschäftsbedingungen. Die habe ich bis jetzt auch noch nicht. Das war auf Englisch. Weiß ich nicht, wenn Sie Englisch wissen, aber das ist auf Englisch. Mhm. Das ist, wie gesagt, also. Da nehmen wir dann Abstand von. Also da habe ich dann kein Interesse mehr. Haben Sie kein Interesse mehr? Dann warum sind Sie bei uns registriert? Ja, bis gerade eben war ja noch alles gut. Ich wollte mich ja erstmal ein bisschen bei Ihnen umschauen, ne? Aber ja. Der Anruf hat mich jetzt nicht überzeugt. Also eher das Gegenteil bewiesen. Dass, und wo ist das Problem, dass Sie gefällen das nicht? Na, so wie Sie mit mir sprechen, dass Sie erst Geld haben wollen und dann eine Beratung stattfindet. Das ist nicht ja, so natürlich, gut. Weil funktioniert bei alles. Die Berater kann also nicht sprechen Weihnacht mit Ihnen, weil die Zeit kostet hier bei uns. Ihre ja, Zeit vielleicht kostet nicht, aber bei uns nicht. Nein. Ja, also, Sie haben selber Interesse gezeigt bei uns und deswegen habe ich Ihnen gesagt. Ja, aber wo ist das Interesse dahin? Jetzt möchte ich die nicht. Die Berater sagen. Bei uns kostet Geld. Wenn Sie nicht zahlen, natürlich, dass Sie kriegen auch keine Informationen von den Beratern. Wie können Sie Geld verdienen? Natürlich. Ja, dann verlieren Sie mich halt als Kunden. Alles klar, dann einen schönen Tag noch. Bleiben Sie gesund. Ja, tschüss, Betrüger. Guten Tag. Ja, hallo, guten Tag. Spreche gerade mit Herr Heil. Nein. Hallo? Ja. Nein, wie heißen Sie? Was? So, wie heißen Sie bitte? Wer sind Sie denn? Ich weiß nicht, wer Sie sind. Was möchten Sie denn? Hä? Was denn? Hallo? Hallo? Ja? Schönen guten Tag. Wie geht's, Herr Hermann? Was möchten Sie denn? Wer sind alles Sie gut? Denn? Laura Lombardi, bin ich. Ich bin die Kontoverwalterin von der Firma EUFM. Aha. FM, okay. So, Sie sind gerade online bei dem Konto, oder? Ach so, Sie rufen von der Trading-Plattform ja, an. Richtig. Also ich bin die Kontoverwalterin und ich rufe Sie an, damit ich Ihnen ein bisschen das mehr erzählen kann, erklären kann. Ne? Weil wie gesagt, das ist ein bisschen schwierig. Man muss erst mal eine Hilfe haben, damit Sie das also auch besser verstehen können. Ne? Ist das die erste Wahl für Sie, dass Sie über Onlinehandel interessieren? Ich wundere mich schon ein bisschen über Ihren Anruf, weil ich habe den ja gar nicht gefordert. Ja, also wenn Sie eine Anmeldung machen, danach bekomme ich die die Daten von Sie, die Anmeldung, die Sie gemacht haben. Und ich bin in eine Kontoberaterin, dass ich ihn direkt anrufe, weil wie gesagt, das ist ein bisschen kompliziert, die Onlinehandel zu machen. Nö, finde ich nicht. Schön nicht kompliziert. Onlinehandel ist ja einfach. Aber wissen Sie was ich hier vergeblich bis jetzt auf Ihrer Webseite noch suche, ist die Lizenznummer. Ja, ich kann Ihnen das zeigen. Also, ja, ich kann Ihnen das zeigen. Nur, ich weiß jetzt nicht, ob Sie gerade sind mit einem Computer oder mit einem Handy. Ist ja egal, es funktioniert beides. Okay, weil wie gesagt, ich arbeite mit meinen Kunden mit einer Support-Applikation, okay? Aha, nee, ich brauche da, also ich will ja nur wissen, wo Ihre Lizenznummer ist. Nochmal? Ja, wo ist denn Ihre Lizenznummer? Wo finde ich denn die auf Ihrer Webseite? Die Lizenznummer? Ja. Das finden Sie bei, warte, ich kann Ihnen, FCA, bei FCA. Na wie, also ich bin ja jetzt auf Ihrer Webseite hier, da muss ja die Nummer auf der Webseite stehen. Das steht ganz, ganz unten. Also es ist schwierig, das zu finden, weil ich es ist bin ganz jetzt unten. Ganz unten, bin ich jetzt, ja, und wo finde ich die Lizenznummer? Also, ganz unten steht Company Number und steht auch die Nummer, okay? Aber nicht bei wem Sie da registriert sind, das steht ja nicht mehr dabei. Ja, Sie sehen das. Wenn Sie einloggen, Sie sehen das, okay? Das ist ja nur die Nummer, aber da steht ja nicht, bei wem Sie lizenziert sind. Ja. Bei wem? Bevor Sie einloggen, steht das. Ja, ich habe die Nummer. Ganz aber steht die Frage ist, bei wem? Bei wem? Ja. Bei FCA. Oh. Ja, FCA. Okay. Sie können das auch in Google durchsuchen, ne? Also FCA oder FCH? FCA.
Okay. Ja, sie also können in England. England sind ihre Lösungen. Ja, 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 England. Ja, 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 ja. Die Hauptstadt für mich ist England. Wir haben auch Filiale in Österreich, in Deutschland, also in Berlin, in Deutschland. Deswegen, wir haben überall Filiale. Aber das ist das online, damit man kann Geld verdienen. Also, so, dann gucke ich jetzt mal. Erstmal auf FCA. Wo finde ich denn da bei FCA diese Überprüfungsseite? Deswegen sage ich Ihnen, damit wir das verbinden können und dann kann ich Ihnen das auch mehr erklären. Ne? Also ich habe jetzt bei FCA auf der Seite geguckt, Sie kennen Ihre Nummer nicht. Ja, aber deswegen, Sie klicken das falsch, okay? Lassen Sie uns das zusammen machen. Woher wissen Sie denn, dass ich das falsch geklickt habe? Lassen Sie uns das zusammen machen, okay? Danach werden Sie auch selber einverstanden sein, okay? Weil wie gesagt, ich bin hier Ihnen zu erklären, okay, wie das funktioniert. Ich merke, dass Sie haben ein bisschen Informationen über diesen Bereich und deswegen, ich möchte Ihnen weitere Informationen geben über unsere Firma. Okay? Aber ich merke, dass Sie gerade mit einem Computer sind. Wie? Ich bin nicht mit einem Computer. Mit was sind Sie? Ich bin mit einem Mann verheiratet, aber nicht mit einem Computer. Mit einem Mann? Ja. Wirklich? Wieso nicht? Was sind da sehr an? Gut. Nein. Ich finde das sehr gut. Aha. Wie lange sind Sie zusammen? Schon lange. Aber ich finde Ihre Lizenznummer nicht bei FCA. Ja, aber deswegen muss ich das Ihnen zeigen, damit wir keine Fehler machen, weil ich weiß jetzt nicht, was Sie jetzt also suchen. Also ich kenne mich damit aus. Da brauche ich niemanden, der mir was sagt. Ja, also sagen Sie mir erst einmal, haben Sie schon Investitionen gemacht? Ja, natürlich bei Binance, aber ich gucke jetzt hier gerade hier Cyber Recovery Group und komm hier EUFM, betrügerischer Broker. Okay. Geld abheben unmöglich, steht jetzt hier. Cyber Recovery Group. Nochmal bitte? Cyber Recovery Group. Wenn du da ihren Sie Namen haben auf jeden Fall das falsch geschrieben, okay? Nee. Okay, ganz kurz, hab bitte kopiert. Warten Sie ganz kurz. Ich finde das und vielleicht schicke Ihnen das per E-Mail. Ganz kurz. Also ich finde es da komisch bei Ihnen. Hallo? Ich bin hier. Ich bin hier. Ja, warte kurz. Worauf muss ich denn jetzt warten? Also, ich bin schon hier. Entschuldigung, weil, wie gesagt, ich bin hier die Kontoverwalterin und ich möchte Ihnen das vorbereiten, damit Sie auch wissen, wo unsere Lizenz sind. Aber das, was ich nicht verstehe an Sie, ist das, dass Sie suchen die ganze Zeit nach dem Lizenz. Das haben Sie ja schon auf der Plattform, okay? Und bei FCA können Sie das auch schauen, okay? Nein, immer nicht. Die kennen Sie nicht, wenn ich das bei FCA in eine Suche eingebe. Ja, Sie können das durchsuchen. Sie können das durchsuchen, Herr, okay? Ja, aber Sie sind ja bei FCA nicht bekannt. Nochmal? Sie sind bei FCA nicht bekannt. FCA sind nicht bekannt? Sie sind da nicht bekannt, richtig. Ja, aber Sie haben das vielleicht falsch geschrieben, deswegen... Nee, ich habe ja kopiert. Da kann man nichts falsch schreiben. Ich habe es kopiert. Hallo, ich weiß jetzt nicht, wo Sie geklickt haben, auf jeden Fall. Aber... Na, bei FCA auf der Suche. Ja, aber Sie müssen da nicht FCA schreiben, also nicht EUFM. Sie müssen schreiben WISE. Was? Ich bin nicht von EUFM. Ich bin von WISE. Wiese. Nee, also bei FCA überprüft man die Nummer. Nochmal? Bei FCA kann man ja die Nummer überprüfen. Also, wollen Sie uns verarschen jetzt? Ich habe Sie nicht verstanden. Ich sage, ich versuche bei FCA Ihre Nummer zu überprüfen. Was hat denn das mit Verarschen zu tun? Ja, aber Sie sagen, dass Sie haben selber die Anmeldung gemacht. Und wenn Sie die Anmeldung gemacht haben, das heißt, das ist eine gute Plattform. Okay? Nö,
Das heißt, ja, ich habe nicht mal umgeguckt. Jetzt. Wenn Sie eine Anmeldung machen, Sie müssen ein bisschen vernünftig sein. Okay? Nee, also wenn Sie so mit mir umgehen, dann... tut mir leid, dann hat sich das für mich erledigt. Also so möchte ich nicht, dass mit mir von umgegangen Ihnen hat wird. Das erledigt, dann viel Spaß mit dem Anrufen und ach so, also Betrug. Okay, mein dann Gott. Haben Sie es ja jetzt bestätigt, dass es Betrug ist. Dankeschön für die Bestätigung. Das ist ein Betrug, ne? Wo sehen Sie, dass es ein Betrug ist? Oder na, an Ihrem Verhalten. Betrug? Sie sind eine Profi jetzt. Na, an Ihrem Verhalten merke ich doch, dass das Betrug ist. Mann, lassen Sie das mit mir! Nee, also so wie Sie sich verhalten... Machen Sie nicht so kindlich, Mann! Na, was wollen Sie machen? Was wollen Sie? Sie bestätigen mir doch, dass es Betrug ist. So wie Sie sich verhalten, ist das nicht in Ordnung. Ich mache so einfach, weil Sie machen die ganze Zeit Verarschung. Tut mir leid, also da möchte ich dann auch... Ja, habe ich nichts anderes zu tun, außerdem mit dem, mit so Spaß zu machen... Also ich weiß ja nicht, was Sie daran lustig finden, aber ich finde das nicht lustig, so wie Sie sich verhalten. Ich finde auch das nicht lustig von Ihrer Seite. So. Aha. Sehr interessant. Naja, dann, ja, tschüss, Betrüger. Ja, guten Tag. Hallo? Ja? Wissen Sie Herr Gerolf? Nee. Knusprig ist mein Name, nicht Gerolf. Das ist mein Vorname. So, ich bin Bianca. Ja. Sie sind Bianca. Und was möchten Sie, Bianca? Was möchten Sie denn, Bianca? Leviosa? Hallo? Ja. Leviosa? Urson, machst du keine Anmeldung mehr? Ruhe! Was? Wer sind denn Sie? Hurensohn bist du! Machst du keine Anmeldung mehr bei uns? Ist das Ihr Name? Oder wie meinen du Sie das? Du bist eine große Hurensohn! Machst du keine Anmeldung mehr, du Schwul! Na klar, mache ich das noch ganz oft. Hurensohn! Ja, guten Tag! Hallo, grüßen Sie. Hallo. Hey, das Hörspiel ist nun leider zu Ende. Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast. Gib dem Video gerne noch einen Daumen nach oben, wenn dir das Ganze gefallen hat. Abonniere gerne den Kanal, wenn du auch in Zukunft keine weiteren Videos mehr verpassen möchtest. Am besten gleich mit Klingelglöckchen, denn dann gibt's auch immer eine kleine Information, wenn es ein neues Video auf dem Kanal gibt. Sollten dir Videos mit meinen Einsprechern dazwischen dann doch besser gefallen und kleine Erklärungen dazu kommen, was da eigentlich so in unseren Telefonaten behandelt wird, dann schau doch gerne nochmal auf dem Kanal vorbei. Die Videos von Montag bis Freitag sind mit meinen Einsprechern dazwischen. Ich bedanke mich fürs Reinschauen. Die Welt ist böse, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao! Thank you.